Das Dokument, das Sie hier sehen, stammt aus dem Jahr 1869 und ist der Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen Japan und dem Norddeutschen Bund, da das Kaiserreich noch nicht die Weltbühne betreten hatte. Sie sehen besonders hier eine ganz gravierende Stelle, eine gewichtige Stelle. Sie sehen hier auf der linken Seite das kaiserliche Siegel und die Unterschrift des Kaisers der Periode Meiji, also des Kaisers, der in der sogenannten Epochenwende 1868 Edo in die östliche Hauptstadt Tokio umgewandelt hatte und damit die Moderne eingeläutet hat. Dieses Ölbild ist bemerkenswert. Es stammt aus dem Jahr 1884 und ist, wie Sie unschwer erkennen können, nicht im japanisch-chinesischen Malmodus angefertigt worden, sondern klar westliche Ölmalerei, die durch den Goldhintergrund noch gewisse Anspielung an die klassische japanische Malerei hat. Aber es ist ein realistisches Porträt. Sie sehen den Shogun Tokugawa Iemochi, der von Kawamura Kiyo-o gemalt wurde, einem Maler im westlichen Duktus. Und das ist dahingehend außergewöhnlich, dass der Shogun schon längst nicht mehr an der Macht war. Es ist sozusagen nachträglich eine Ehrung im westlichen Duktus für diesen berühmten Shogun, der damals den Grafen Eulenburg empfangen hatte. Das ist aber ein Unterkimono, also es ist kein, wie man außen getragen hat, sondern als Unterwäsche. Da kann man immer noch, noch besser. Das ist so. Wir hören an dieser Stelle die Kapitulationserklärung des Kaisers vom 15. August 1945. Was ist besonders daran? Das allererste Mal in der gesamten japanischen kaiserlichen Geschichte spricht der Kaiser zum Volk. Wenn Sie kurz zuhören, Sie hören diese getragene, geschliffene Sprache. Das ist der typische Sprachton des Kaiserhofs. Aber der Kaiser hat diese schwere Nachricht so weit runtergebrochen von der Sprache, dass auch das einfache Volk die wichtigsten Komponenten hören konnte. Diese Rede ist in die Geschichte Japans eingegangen als die Rede der juwelenen Stimme. Die Deutschen gewinnen die letzten zwei Male.